Wie konnte Lord Voldemort so schnell so mächtig werden? Warum es besser gewesen wäre, wenn er die Prophezeiung niemals gesehen hätte und der Moment, in dem er realisierte, dass er verloren hat. Das und mehr jetzt in diesem Video. Bevor das Video startet, tut mir doch bitte den Gefallen und abonniert den Kanal und lasst einen Kommentar für den Algorithmus da, damit ich auch weiter Harry Potter Videos für euch produzieren kann. Die außergewöhnliche und rasche Machtentfaltung von Lord Voldemort, auch bekannt als Tom Riddle, ist zweifellos ein faszinierendes Thema in der Welt der Zauberei. Seine beeindruckende Entwicklung zu einem der gefährlichsten dunklen Zauberer aller Zeiten wurde von einer Vielzahl von Faktoren begünstigt, die ich nun ausführlich erläutern werde. Los geht's! Tom Marvolo Riddle wurde am 31. Dezember 1926 geboren. Seine Mutter Merope Gaunt war eine Nachfahrin von Salazar Slytherin und sein Vater Tom Riddle Senior war einfach ein Muggel. Merope hatte eine unglückliche Ehe mit Tom Riddle Senior, weil sie einen Zaubertrank benutzt hatte, um Tom Riddle Senior zu verzaubern und ihn dazu zu bringen, sie zu lieben. Er hatte gar kein Interesse an ihr und floh nach der Geburt seines Sohnes Tom Riddle Junior. Tom musste leider im Waisenhaus aufwachsen, wo er bereits früh Anzeichen seiner besonderen magischen Fähigkeiten zeigte. Er wurde von seinen Altersgenossen gemieden und war eher ein Einzelgänger. Tom Riddle erhielt bald darauf einen Brief aus Hogwarts und trat der Schule bei. Er wurde dem Haus Slytherin zugeteilt, was gut passte aufgrund seiner Verbindung zu Salazar Slytherin und seiner Manipulationsfähigkeit und seiner Intelligenz. Zunächst einmal war Voldemort von Kindesbein an ein bemerkenswert begabter Zauberer. Bereits in jungen Jahren zeigte er außergewöhnliches Talent und Intelligenz im Umgang mit Magie. Seine Fähigkeiten und sein ehrgeiziges Streben nach Macht verhalfen ihm zu schnellem Lernen und einem Verständnis für fortgeschrittene Zauber, die weit über sein Alter hinausgingen. In Hogwarts entdeckte er die Kammer des Schreckens, eine versteckte Kammer, die von seinem Vorfahren Salazar Slytherin gebaut wurde. Er öffnete die Kammer und ließ das Monster darin, den Basilisken, frei, um seine muggelstämmigen Mitschüler zu terrorisieren. Während seiner Zeit in Hogwarts begann Tom Riddle, sich mit dunkler Magie zu beschäftigen und mehr über die Möglichkeiten der Unsterblichkeit zu erfahren. Dort entdeckte er die Existenz von Horcruxen, einem Zauber, der es einem erlaubte, Gegenstände mit einem Teil seiner Seele zu füllen. Dadurch konnte man in gewisser Weise Unsterblichkeit erlangen. Nach seinem Abschluss in Hogwarts arbeitete Tom Riddle für kurze Zeit bei Borgin & Burks, einem Zaubererladen in der Winkelgasse. Er begann, Horcruxe zu erstellen, um seine Seele in verschiedene Gegenstände zu spalten und dort drin zu verbergen. Einer seiner Horcruxe war ein Tagebuch, das später in die Hände von Harry Potter gelangte. Er tötete auch seinen Onkel und seinen Vater, um seinen Stammbaum zu beenden und seine Verbindung zu seiner Muggelabstammung zu beseitigen. Die hatte er nämlich immer gehasst. So, wo wir jetzt eine kleine Zusammenfassung von seiner Kindheit haben, können wir nun übergehen zu seinem rasanten und äußerst beeindruckenden Aufstieg. Eine entscheidende Rolle spielte die von ihm gewählte dunkle Magie, die er schon früh praktizierte. Im Gegensatz zu vielen anderen Zauberern, die sich auf das Streben nach Frieden und Gerechtigkeit konzentrierten, wandte Voldemort sich früh dunklen und gefährlichen Zaubern zu, die ihm eine unmittelbare und immense Macht verliehen. Seine Verbindung zu dunklen Zaubererkreisen ermöglichte es ihm, geheimes Wissen und verbotene Praktiken zu erlangen, was seinen Aufstieg rasant beschleunigte. Die Horcruxe, die ich bereits erwähnt hatte, waren in der Tat ein kritischer Bestandteil seiner Machtergreifung. Obwohl die Horcruxe primär als schützende Maßnahme dienten, indem sie ihn nahezu unsterblich machten, trugen sie dennoch zu seinem Streben nach Macht bei. Durch die Zerstückelung seiner Seele und die Verankerung in verschiedenen Objekten konnte Voldemort seine Existenz entflechten und sich dadurch auf verschiedene Art und Weise durch die Zaubererwelt manifestieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt war seine Manipulationskunst. Voldemort war ein Meister der Täuschung und der Überredung. Er verstand es, Menschen für seine Ziele zu gewinnen und sie als Anhänger für seine dunkle Agenda zu gewinnen. Seine Fähigkeit, Angst und Loyalität gleichermaßen zu schüren, ermöglichte es ihm, eine große Gefolgschaft um sich herum zu scharen und somit an viel Macht zu gewinnen. Auch die Zeit, in der Lord Voldemort aufstieg, spielte eine bedeutende Rolle. In den 1970er und 1980er Jahren war die Zaubererwelt von Chaos und Unsicherheiten geprägt. Voldemort nutzte diese instabile Zeit ganz genau, um seine Machtbasis zu erweitern und seine Angriffe gegen die Gesellschaft zu intensivieren. Das Versagen des Zaubereiministeriums und der Widerstand derjenigen, die ihm entgegentraten, ermöglichte es ihm, eine Atmosphäre der Furcht und Verzweiflung zu schaffen, die seine Dominanz weiter vorantrieb.
Neben diesen Aspekten darf auch nicht vergessen werden, dass Voldemort keinerlei Skrupel oder moralische Bedenken kannte. Er war bereit, jeden Preis zu zahlen, um seine Macht zu steigern, sei es durch Manipulation, Verrat oder auch brutale Gewalt. Diese Skrupellosigkeit verlieh ihm eine sichtbare Entschlossenheit, die ihn in seinen Zielen unnachgiebig werden ließ. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Voldemort so schnell so mächtig werden konnte, weil er eine einzigartige Kombination aus außergewöhnlichen angeborenen Fähigkeiten hatte, einem tiefen Verständnis dunkler Magie und den Horcruxen als Absicherung. Außerdem eine beeindruckende Manipulationsfähigkeit, die er in einer turbulenten Zeit nutzte, um seine Ziele zu erreichen. Ein weiterer entscheidender Faktor für Voldemorts schnelle Machtsteigerung war seine Fähigkeit, alte und mächtige magische Artefakte zu finden und zu nutzen. Er war ein Experte darin, Relikte zu entdecken und ihre Kräfte zu nutzen, um seine eigenen Zaubererfähigkeiten zu verbessern. Diese Sammlung von Artefakten gab ihm einen beträchtlichen Vorteil gegenüber anderen Zauberern und erlaubte ihm, sich weiterzuentwickeln und neue mächtige Zauber zu erlernen. Darüber hinaus war Voldemort ein Meister der Magie, der jahrhundertealte Zaubertricks und Techniken beherrschte, die vielen anderen Magiern unbekannt waren. Sein Studium der dunklen Künste führte ihn zu tiefem Wissen und Verständnis der Zaubererwelt, was ihn nahezu zu einem unbesiegbaren Gegner machte. Seine Fähigkeit, komplexe und anspruchsvolle Zaubersprüche auszuführen, ermöglichte es ihm, selbst die erfahrensten Zauberer zu überwältigen. Die Schaffung einer eigenen Armee, bekannt als die Todesser, war ein weiterer wichtiger Schritt in Voldemorts Machtergreifung. Diese loyale Gefolgschaft bestand aus fanatischen Anhängern, die bereit waren, jeden Befehl ihres Meisters auszuführen. Die Todesser verliehen ihm nicht nur eine große militärische Stärke, sondern auch politische Einflussnahme und eine treue Anhängerschaft in der Zauberergemeinschaft. Voldemort scheute auch nicht davor zurück, sich mit gefährlichen und dunklen Kreaturen zu verbünden. Seine Verbindung zu Wesen wie Dementoren oder Riesen gab ihm zusätzliche Ressourcen und machte ihn noch gefährlicher. Diese Allianzen erlaubten es ihm, Angst und Schrecken unter seinen Feinden zu verbreiten und seine Macht weiter zu festigen. Eine weitere interessante Facette von Voldemorts Fähigkeiten war, seine Feinde gegeneinander auszuspielen. Er war ein brillanter Stratege und nutzte geschickt die Schwächen und Konflikte anderer, um sie zu schwächen und zu destabilisieren. Dies ermöglichte ihm, seine Machtbasis weiter auszubauen und eine Atmosphäre der Unsicherheit und Misstrauen zu erschaffen, die ihm zugute kam. Nicht zuletzt ist es wichtig zu erwähnen, dass Voldemorts Besessenheit von Unsterblichkeit und Angst vor dem Tod ein weiterer Antrieb für seine Machtgier war. Die Fixierung auf die Idee, unsterblich zu sein, trieb ihn dazu an, alle Mittel einzusetzen, um dieses Ziel zu erreichen, was wiederum seine Macht und seine Entschlossenheit steigerte. Insgesamt ist Voldemorts schnelle Machtsteigerung das Ergebnis einer einzigartigen Kombination aus außergewöhnlichen magischen Fähigkeiten, dem Studium dunkler Magie, der Nutzung mächtiger Artefakte, der Schaffung einer treuen Anhängerschaft, strategischer Intelligenz und seiner Besessenheit von Unsterblichkeit. All diese Faktoren zusammen führten zu einem beeindruckenden Aufstieg und einem dunklen Kapitel in der Geschichte der Zaubererwelt, das noch lange in Erinnerung bleiben sollte. Heute für euch, warum es für Lord Voldemort so gefährlich war, die Prophezeiung zu erhalten. Im heutigen Video werden wir über Lord Voldemort und die Prophezeiung sprechen und warum es so gefährlich für Voldemort war, Einsicht darauf zu erhalten. Ich möchte darauf eingehen, warum er sie so sehr wollte und was ich denke, dass der dunkle Herrscher tun würde, wenn er sie tatsächlich zurückerhalten und den Rest gehört hätte. Im Orden des Phönix konzentrieren wir uns auf Voldemort, Dolores Umbridge, die damit beschäftigt ist, Hogwarts zu verwüsten, und natürlich die allmächtige Prophezeiung. Diese sagt den möglichen Untergang des dunklen Lords voraus und wie und durch wen das möglich ist. Die Prophezeiung sagt nicht wirklich, dass Voldemort sterben wird, nur dass Harry die Macht hat, ihn zu besiegen. Professor Trelawney sagte im Jahr 1980 die Prophezeiung vor Albus Dumbledore während ihres Vorstellungsgespräches in Hogwarts voraus. Dumbledore stellte sie daraufhin als Professorin in Hogwarts ein. Was sie nicht wussten war, dass Severus Snape etwa die Hälfte der Zeit zugehört hat und damit auch die Hälfte der Prophezeiung mitbekam, bis er entdeckt wurde und von Aberforth Dumbledore hinausgeworfen wurde. Snape brachte daraufhin diese Informationen zu Voldemort und der dunkle Lord startete eine Jagd auf das besagte Kind in der Prophezeiung, welches die Macht besitzt, ihn zu besiegen. Snape erzählte ihm auch, dass die Prophezeiung noch nicht zu Ende erzählt wurde, aber Voldemort war fest davon überzeugt, dass er genug wusste, um das Kind tot sehen zu wollen. Ich glaube sogar, dass die Prophezeiung sein Ego ein wenig stärkte, da es ihm irgendwie bestätigte, dass er der Größte und Mächtigste ist.
Das Universum selbst versuchte Voldemort zu stoppen und schaffte dies schließlich auch. Er wurde von seinem Körper getrennt und verschwand für ganze 13 Jahre, bevor er zurückkam, um die Welt zu erobern. Aber etwas, das ihm die ganze Zeit im Gedächtnis geblieben ist, war die Prophezeiung selbst, die er nie vollständig gehört hatte. Die erste Hälfte war wichtig genug, um ihn so schnell handeln zu lassen, also zweifelte er, ob die zweite Hälfte nicht genauso wichtig gewesen wäre. Schade für ihn, dass er sich nicht mehr Zeit genommen hat. Er war sich der Verbindung zwischen ihm und Harry bewusst, aber er wusste nicht genau, woher sie wirklich kam. Er war sich nicht einmal sicher, warum die Verbindung überhaupt so stark war. Voldemort hörte, wie schon gesagt, nur die Hälfte der Prophezeiung. Die Prophezeiung lautet wie folgt: Der eine mit der Macht, den dunklen Lord zu besiegen, naht heran. Jenen geboren, die ihm dreimal die Stirn geboten haben. Geboren, wenn der siebte Monat stirbt. Und der dunkle Lord wird ihn als sich Ebenbürtigen kennzeichnen, aber er wird eine Macht besitzen, die der dunkle Lord nicht kennt. Und der eine muss durch die Hand des anderen sterben, denn keiner kann leben, während der andere überlebt. Voldemort weiß also nicht, dass er ihn als sich ebenbürtig gekennzeichnet hat, und das gefiel Voldemort bestimmt auch ganz und gar nicht, da er so arrogant war. Und dass jemand geboren wird, mit der Macht ihn zu besiegen, konnte er nicht glauben, da niemand so viel Macht hatte wie er. Der dunkle Lord kannte die Macht der Liebe nicht, und deshalb wurde er ja auch schließlich besiegt, und nicht nur einmal. Nun zum nächsten Teil, der meiner Meinung nach Voldemort stark alarmieren müsste. Einer von beiden muss durch die Hand des anderen sterben, denn keiner von beiden kann leben, während der andere überlebt. Voldemort dachte sicherlich, dass es genug ist, Harry einfach zu töten. Aber ist das überhaupt notwendig? Immerhin sollte eigentlich niemand in der Lage sein, Voldemort zu besiegen. Er ist unsterblich, also was könnte Harry Potter möglicherweise besitzen, um ihn zu töten? Ich glaube, er könnte herausgefunden haben, dass Harry ein Horcrux war, obwohl es sehr viel Selbstreflexion erfordert, um dies zu erkennen. Voldemort müsste tatsächlich die Dinge überdenken und die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass er tatsächlich einen Fehler gemacht hat, als er Harry töten wollte. Keine Ahnung, ob er dazu fähig wäre. Er hat nie zugegeben, dass er nicht erkannt hat, dass die Macht der Liebe vorhanden gewesen wäre und dass es ein Fehler von ihm war. Nein, für ihn war es etwas, das er bereits wusste, aber hätte vorhersehen müssen. Wenn er tatsächlich entdeckt hätte, dass Harry ein Horcrux war, wäre es ganz anders gelaufen. Er wäre definitiv anders mit der Situation umgegangen. Harry war auch ein lebendes Wesen, genau wie Nagini, und er lebte mit einem Teil von Voldemorts Seele in sich. Der dunkle Lord wusste offensichtlich auch, dass man einen Horcrux zerstört, indem man das Objekt zerstören muss, in dem sich der Horcrux befindet. Voldemort verwirklichte eines der vorhergesagten Ereignisse, von dem er nichts mitbekommen hatte. Voldemort markierte Harry durch dessen Stirnnarbe und übertrug damit unbeabsichtigt einige seiner Fähigkeiten auf seinen prophezeiten Bezwinger. Um nicht noch einmal einen folgenreichen Fehler zu begehen, wollte Voldemort die gesamte Prophezeiung dringend, aber erfolglos erfahren. Was ich denke, was passieren würde, selbst wenn Voldemort die gesamte Prophezeiung gehört hätte, ist aber folgendes. Es würde sich genau das wiederholen, was in Godric's Hollow vor all diesen Jahren passiert ist. Er würde Harry mit dem Tötungsfluch töten und dafür sorgen, dass der Seelensplitter in seinen eigenen Körper zurückkehrt. Nach Harrys Tod würde er sich wieder mit Voldemort verbinden. Es ist schon einmal passiert, also gibt es keinen wirklichen Grund dafür, warum es nicht wieder passieren kann. Aber warum sollte sich das Ganze wiederholen, fragst du dich? Nun, ist eigentlich ganz einfach. Voldemort hatte keine Ahnung von der Macht der Liebe und wie sie ihn vernichten kann, weder damals noch heute. Aber trotzdem wollte Voldemort unbedingt wissen, was er nicht gehört hatte, um denselben Fehler nicht noch einmal zu begehen. Deshalb hat er Lucius Malfoy auch so hart für die gescheiterte Mission zur Rückholung der Prophezeiung bestraft. Voldemort hätte die Dinge sehr schnell zu seinem Vorteil wenden können mit der Prophezeiung in seinen Händen. Der Fokus liegt hier auf dem Wort hätte. Aber obwohl Voldemort ungeheuer mächtig war, schien er bestimmte Bereiche der Magie komplett zu vernachlässigen, da diese Bereiche seiner Meinung nach keinen richtigen Nutzen für ihn hatten. Die Liebe war einer dieser Bereiche und er kannte ihre Macht, allerdings konnte er sie nicht anwenden, da er keine Liebe in sich trug. Er hatte auch kein Interesse an der Liebe, weshalb er nie wirklich die Macht verstand, die Harry auf seiner Seite gegen ihn in der Hand haben würde. Und das ist der Grund, warum es Lord Voldemort höchstwahrscheinlich um einiges besser ergangen wäre, wenn er die Prophezeiung niemals gehört hätte und Harry Potter in jener Nacht nicht besucht hätte. Ob er sie halb oder ganz hört, ist in jedem Fall meiner Meinung nach egal. Ich glaube, es wäre auf fast dieselbe Situation hinausgelaufen. Außer natürlich, wenn er sie nicht gehört hätte. Dann wäre die Geschichte eventuell zugunsten vom dunklen Lord ausgefallen.
Was denkst du über dieses Thema? Hätte Lord Voldemort nicht auf den halben Teil der Prophezeiung hören sollen? Oder wäre er besser dran gewesen, wenn er gar nichts gehört hätte? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Heute für euch der Moment, in dem Voldemort genau wusste, dass er verlieren würde. In diesem Video sprechen wir über Lord Voldemort und den Moment in Harry Potter, als Voldemort verlor, beziehungsweise vielmehr den Moment, als er realisierte, dass er verlieren würde. Es gab wirklich einen kleinen Moment, in dem Voldemort endlich realisierte, dass er verlieren würde und dass er nichts mehr dagegen tun konnte. Ich weiß, was viele von euch jetzt denken. Voldemort war eingebildet, arrogant und übermütig bis zum Ende und hätte nie gedacht, dass er verliert. Aber war er das wirklich? Die Wahrheit ist aber, trotz seiner Arroganz, trotz seiner Überheblichkeit und trotz seiner Selbstüberschätzung war Lord Voldemort ein sehr intelligenter Mann und war sich sehr wohl bewusst, wenn die Dinge nicht ganz nach Plan liefen. Voldemort war so selbstsicher, dass wenn eine Situation nicht nach Plan laufen würde, eine Stimme in seinem Kopf auftauchte, die ihm sagte, dass die Situation schief laufen könnte. Er hatte schon Verständnis für diese Stimme. Ich glaube, er wollte vieles einfach nicht wahrhaben, aber das heißt nicht, dass er nicht erkennen konnte, wenn etwas schief gehen würde. Als Voldemort in Hogwarts war, wurde schnell offensichtlich, dass er ein außerordentlich talentierter Zauberer war. Allerdings nutzte er dieses Talent leider dazu, sich zu einem der gefürchtetsten bösen Zauberer aller Zeiten zu entwickeln. Voldemort war eine extrem einschüchternde Person. Er hat nie verloren, wurde nie besiegt und jeder, der sich ihm entgegenstellte, wurde entweder besiegt oder getötet. Und so war es auch den größten Teil seines Lebens. Von einem sehr jungen Alter an hatte er im Waisenhaus immer das Kommando. Zum Beispiel schikanierte er die anderen Kinder und hat sogar noch viel Schlimmeres getan. In seiner Schulzeit hatte er eine Gruppe von Anhängern um sich, die ihn im Grunde verehrten. Was ich damit sagen will ist, dass wenn die Leute ihn nicht unterstützt haben, dann haben sie ihn definitiv gefürchtet. Er war während des ersten Zaubererkrieges sehr nah am Sieg und seinem Ziel dran. Also realistisch betrachtet, wenn er gewonnen hätte, hätte ihn niemand mehr aufhalten können. Der Orden des Phönix hatte keine Möglichkeit, ihn zu stoppen und war praktisch am Ende. Der Orden des Phönix betrieb nur eine Art von Schadensbegrenzung, ein Fall von Verlangsamung des Dunklen Lords. Wie auch immer, alles was Voldemort tat, jede Idee, die er hatte, jeder Ansatz, den er verfolgte, funktionierte. Und da war auch noch die kleine Tatsache, dass er unsterblich war. Er konnte nicht getötet werden. Er stürzte sich auf jedes Hindernis. Er glaubte nicht nur, dass er siegreich sein würde, sondern er dachte, er weiß mit Gewissheit, dass er es sein würde. Wenn man ein Duell gegen Voldemort haben würde, dann ist es so, als würdest du gegen den Besten der Besten antreten. Es ist, als ob du gegen jemanden antrittst, aber du weißt, dass du verlieren wirst. Deshalb war Voldemort so furchterregend. Er war unbesiegt und er war unsterblich. Kann man ihm also seine Arroganz und seine Selbstüberschätzung in dem Fall wirklich vorwerfen? Wenn man in seinem Leben immer nur gewonnen hat, ist es sehr, sehr schwer, gegen die Tatsache zu argumentieren, dass es sein Selbstvertrauen beeinträchtigt hat. Und selbst nach seinem Untergang gab er sich nicht die Schuld an seinem Machtverlust im Jahr 1981. Sein Machtverlust im Jahr 1981 war definitiv zurückzuführen auf die alte Magie der Liebe. Er hat nicht besonders gut darauf geachtet, weil es eine Magie war, die er für irrelevant hielt. Es war eine schwierige Magie für ihn zu verstehen und zu nutzen, weil er Liebe nie selber erlebt hatte. Und es war definitiv seine Schuld, weil er sich erstens nie mit der Magie auseinandergesetzt hat und zweitens, weil er bei der Prophezeiung direkt reagierte. Obwohl er also vorsichtiger bei seinem zweiten Einsatz gegen Harry Potter war, gab er sich dennoch nicht die Schuld für das, was in jener Nacht im Jahr 1981 geschah. Niemand wusste, wie man ihn vorher besiegen konnte, aber jetzt wusste Harry Bescheid. Er wusste, dass man Voldemort töten könnte, wenn man alle Horcruxe zerstört. Harry Potter konnte es, was noch viel wichtiger ist. Das bedeutet, dass Harry nun die Macht hatte, den Dunklen Lord seiner Unsterblichkeit zu berauben, und genau das war der Punkt, an dem Voldemorts Selbstvertrauen ein wenig erschüttert wurde. Aber statt sich zu fürchten, wurde er aggressiver, lebhafter und gefährlicher als zuvor. Voldemort musste Harry um jeden Preis finden und töten. Voldemort übernahm das Ministerium und setzte alle seine Kräfte ein, um Harry zu finden. Er bedrohte jeden, der sich ihm in den Weg stellte. Die Zeit wurde knapp für Lord Voldemort und seine Horcruxe wurden nach und nach zerstört. Schließlich blieb nur noch Nagini übrig. Er musste wirklich auf ihre Sicherheit bedacht sein und versuchen, sie zu schützen. Das machte ihn wirklich wütend, weil er niemanden außer sich selbst für diese Aufgabe in Betracht zog. Diese Tatsache, dass er diese Maßnahmen ergreifen musste, passte ihm gar nicht.
Bellatrix Lestrange wurde daraufhin getötet, was ihn sehr wütend machte, und Nagini wurde auch trotz aller Bemühungen, sich in Sicherheit zu bringen, kurz darauf getötet. Die Dinge liefen nicht gerade nach Plan und es dauerte sehr lange, Harry zu töten. Voldemort wurde langsam wieder sterblich und war in Gefahr. Er musste sich mit der Tatsache abfinden, wieder sterblich zu sein und in realer Gefahr zu schweben, aber er tröstete sich damit, dass er ein besserer Duelland war als Harry. Voldemort verstand immer noch nicht, dass der Grund, warum er Harry beide Male nicht töten konnte, nicht nur an der Macht der Liebe lag, sondern wegen dem, was es braucht, um die Macht der Liebe zu erlangen. Es war wegen der Selbstlosigkeit, die Lily für Harry zeigte, und die Selbstlosigkeit, die Harry zeigte für diejenigen, die mit ihm kämpften, indem er bereitwillig in die Arme des Todes ging. Wenn also Voldemort versuchen würde, jemandem im Schloss zu schaden, würde es sofort auf ihn zurückprallen, wie in jener Nacht. Selbst nach dem Verlust seiner Kräfte durch die Magie der Liebe konnte er bis zum Ende nicht verstehen, wie das passieren konnte. Diese Magie war stärker als die meisten, die er kannte. Seine Selbstüberschätzung erlaubte es ihm nicht, etwas in Frage zu stellen, von dem er wusste, dass es in seinen Augen nicht logisch war. Jedoch war er keineswegs zuversichtlich, dass sein dritter Versuch, Harry zu töten, erfolgreich sein würde. Voldemort glaubte nicht ein einziges Mal, dass er jemals besiegt werden würde, aber als er am Ausgang seines letzten Duells mit Harry zweifelte, war das der Moment, in dem er wusste, dass er verlieren würde. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.